Oh, ihr habt ja wieder eingeschaltet zu Folge 2. Ich habe mich natürlich heute extra bei dieser neuen Aufnahme genauso angezogen wie letztes Mal, damit es für euch nicht irgendwie komisch wird, dass ich auf einmal andere Klamotten anhabe. Und das nehme ich nicht am selben Abend auf, okay? Und auch nicht fast alle sind weg. Pete ist schlafen gegangen, Reini schlafen gegangen, Zentren noch so halb da. Ja. Genau. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich mich noch mal anmelde für ein Rennen. Das heißt, wir fahren jetzt Imsa, fahren wir noch fix mal eine Spur runter. Der Witz an der ganzen Sache ist, für euch da draußen, es ist 22.42 Uhr, um 45 geht das Rennen los und das geht eine Stunde. Ich habe mich dezent übernommen, aber wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Ich habe so einigermaßen alles vorbereitet. Ich bin drinne, habe noch mal eine Runde hingelegt, bin eine 2-3 gefahren. Natürlich kann ich euch jetzt viel erzählen, aber ich bin wirklich eine 2-3 gefahren. Ja. Okay, danke. Yes, das hat funktioniert. Xetra hat bestätigt, ich bin wirklich eine 2-3 gefahren. Gucken wir einfach mal rein, okay? Ich denke mal, ich werde nicht so viel reden können, weil ich mich doch sehr hart konzentrieren muss, denn die Autos fahren sich ein bisschen anders als in Assetto Corsa. Ich habe aber richtig Bock. Und eine Frage habe ich gleich am Anfang. Wie hat euch die erste Folge gefallen? War gut, war schlecht, war witzig, war nicht witzig? Seht ihr da eine Zukunft drin für euch zum Zusehen oder eher so medium, meh, scheiß Content? Das sind alles so Fragen, da könnt ihr euch unten gerne mal austoben und ich würde mich sehr darüber freuen. Ich muss einen Boxenstopp machen, muss ich gleich mal dazu sagen. Fuel Calculator, ich habe mir RaceLab App installiert, da gibt es einen Fuel Calculator, ich habe den Fuel nicht eingestellt. Ich habe noch keine Ahnung und ich hoffe irgendwie, Xentrin brieft mich so halb durch am Anfang, dass ich weiß, wie viel ich tanken muss. Weil ich habe nämlich doch überhaupt gar keine Ahnung. So überhaupt nicht. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe mal das Rennauto schon im Hintergrund angemacht. Ich bin gerade am Spectaten. Wir gehen rein. In circa 2 Minuten sollte das Rennen losgehen. Also dann auch das Qualifying. Und uff. Uff, sag ich nur. Mal gucken. Wird schon. Eine Stunde. Der Tag ist heute verflucht lang. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe richtig Bock nach der ersten Aufnahme mit allen zusammen. Das war großartig. Also wir haben uns auch selber ins Fäustchen gelacht, Kappa. Und mal gucken. Mal gucken. Das wird, glaube ich, jetzt mein, ich weiß gar nicht, wie viel das Rennen in iRacing, aber mein erstes Debüt sozusagen in der GT-Serie. Und das auf Suzuka. Suzuka habe ich heute gerade erst angefangen zu lernen. Natürlich bin ich noch nicht so schnell. Also, schnell ist ein anderer Ausdruck. Wie gesagt, 2-3 tief bin ich gerade gefahren. Aber hier werden bestimmt noch ein paar Raketen dabei sein. Mein aktuelles iRating, vielleicht, weil es irgendjemand interessiert, ist irgendwo bei 1-3 ungefähr. Also auch noch nicht so hoch. Hatte auch natürlich anfangs ein paar Schwierigkeiten, hatte ich ja vorhin schon erzählt. Und schauen wir mal. Schauen wir mal. Das wird ein sehr konzentriertes Rennen, denke ich. Das wird ein sehr, sehr konzentriertes Rennen. Ich bin auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, ein bisschen aufgeregt, was das angeht. Und ich werde, denke ich, auch nicht so unfassbar viel reden können, weil, okay. Qualify for your session. Click to race. Yes. Okay. Ab geht's. Leave open practice and join the race. Yes, please. Okay. Setup müsste eigentlich geladen sein, hoffe ich. Musst du oben gucken, ob der Name das steht. Mhm. Ansonsten einfach kurz ausblenden und laden. Genau. Pit Limiter habe ich auch gefunden. Auch alles soweit erstmal. Suche. Ich bin mal gespannt, ob wir Multiclass fahren. Mit ziemlich Sicherheit, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, sind wir, glaube ich, die langsamste Rennklasse? Genau, richtig. Das heißt, wir müssen viel Platz machen. Das heißt, wir müssen ja den Rückspiegel campen. Weil wir wollen ja auch nicht irgendwem im Weg stehen. Ich hoffe, dass wir die Fahrzeuge untereinander auseinanderhalten können. Also ich glaube, LMP können wir sehr gut auseinanderhalten. GTE wird schon ein bisschen schwieriger, aber das siehst du eigentlich an der Farbe des Namens zum Beispiel in deinem Dashboard oder so. Ja, genau. Wir haben dann, glaube ich, irgendwie blaue Hinterlegung. Ja, das werden wir gleich mal sehen. So wie hier zum Beispiel der
Friedrich Hügel, den man da gerade sehen kann. Naja. Los geht's. Eine Stunde Rennen. Mal gucken, wie oft wir das in der Woche machen. Ich bin sehr gespannt. Das nimmt ja doch ein bisschen auch Zeit in Anspruch. Man möchte das immer gar nicht, man möchte das gar nicht meinen, dass das so viel ist, was da flöten geht. Aber ich bin heiß. Mal kicken. Nachdem wir Vertragsverlängerungen hatten jetzt bei Get Pole Racing, wir haben ja den Teamchef heute mit der Leistung überzeugt. Dann können wir mal reingehen. Ich fahre übrigens kein Qualifying-Setup, muss ich gleich dazu sagen. Nee, mein Setup ist nicht geladen. Da man in iRacing seine Setups nicht zeigt, aufgrund der Tatsache, dass die auch bezahlt werden, stelle ich gerade mal kurz um, ne? Dass ihr das nicht sehen könnt, weil das gehört hier zum guten Ton bei iRacing. Und deswegen machen wir das so. Ist geladen, Setup ist drin, das ist auch das, was wir vorhin gefahren sind. Damit sollten wir eigentlich relativ gut über die Runden kommen. Schauen wir mal. Sprit drin, 60 Liter? Sollte 60 Liter haben. Gut. Ich gehe nochmal auf Practice, da müsste ich das ja eigentlich sehen können. Ich fahre auch Qualifying mit 60 Liter. Yes, ich habe 60 Liter habe ich drin. Gut. Und ich kann auch zum Refuel kann ich denn nachher noch angeben, wie viel ich da reinhämmern muss. Gut, dann musst du jetzt ein paar Runden eigentlich noch fahren im Qualifying dann. Genau. Damit dein Calculator unten auch einen Wert anzeigen kann. Ganz genau. So werden wir das dann irgendwie machen und dann müssen wir natürlich irgendwie Fuel beim Fahren nachfüllen. Was ich immer noch ultra schwer finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fällt mir noch nicht so leicht, nebenbei all diese Dinge einzustellen. Aber gucken wir mal. Und ganz wichtig an den Pitlimiter denken, ne? Wenn du reinfährst. Den Pitlimiter, genau, das darf ich auch nicht vergessen. Yes, yes. Practice is over. Practice is over. Qualify. Alrighty, baby, let's go. Pitlimiter ist an. Gang ist drinne. Oh, ich bin ganz schön aufgeregt, Leute. Ran geht's jetzt. Los, los. Ich glaube, Qualifying bin ich alleine unterwegs. Gehe ich von aus? Yes, yes. Ja, müsstest du alleine fahren, ja. Alrighty, dann schmeißen wir uns mal ein. Imsa, erstes Rennen. Gut, schön. Ja, viel Glück, ne? Schön in der ersten Kurve erstmal rausgedreht. Läuft, weil Reifen sind noch nicht warm. Okay, geht gut los. Geht sehr gut los. Ja, ja. Ja, die Reifen sind noch ein bisschen kalt, das darf man aber nicht vergessen. Das macht doch einen großen Unterschied. Na gut. Fahren wir sie erstmal warm hier. Beim alten Benzer-Schmenzer. Gucken wir mal. Und wenn wir von hinten starten, starten wir von hinten. Ich möchte dir keinen Druck machen. Denk aber dran, du hast auch nur zwei Runden, ne? Wenn du eine vergeigst, nur noch eine. Ja, weiß ich, ist okay. Ich bin ja jetzt erstmal in der, Outlap. Ich bin in der Outlap. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Warum ist er denn so wild? Eieieiei. Der ist aber richtig wild. Sag mal, warum ist das so? Your car is too much damaged. We've got to fix it. Scheiße, jetzt ist mein Auto... Ich glaube, ich muss von hinten starten, Xentrin, weil mein Auto ist kaputt. Du könntest jetzt noch in die Box fahren, reparieren lassen und eine Runde noch probieren. Okay, das machen die wir. Die eine Runde hast du jetzt dann im Endeffekt verloren, wenn du über Start und Ziel fährst, ne? Das machen wir, das machen wir, okay. Uiuiui, ui, ui, warum ist denn der so wild, sag mal? Das war doch vorher nicht so. Oder ich bin erste Runde, kalte Reifen. Ja, richtig. Aber dass das so krass ist. Wild. Ja, doch, die sind sehr wild dann, ne? Ja. Oh, da müssen wir reinfahren. Wir geben alles. Never surrender, never give up. Wir starten nicht von hinten. Oh, 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 der ist wild. Ja, dein Heck ist auch total kaputt. Also wirklich total kaputt. Das kann ich leider nicht sehen. Ich sehe es gerade, da ist alles weg, ey. Aber ich komme gut durch. Oh, mein Auto, das. Eieieiei, das ist ja auch wieder ein guter Anfang für diese Serie. Ah, ja. Wie Pete sagen würde, Kappa. Ja, ja, Kappa. Eieiei. Habe ich einen Quick Repair? Im Quali, glaube ich, ja. Also, jetzt hier kannst du einfach reinfahren. Oder drück einfach Escape in der Box und mach einfach oben Request New Car. Okay. Am besten fand ich über Start und Ziel. Vielleicht hast du dann noch Glück, ich weiß es nicht.
einfach richtig stehen bleiben. Genau. Ich drück Escape. Okay, Qualify. Yes. Okay, ich hoffe, ich habe ein neues Auto. Ja, sieht gut aus. Alrighty. Okay, wir haben eine Runde noch. Na gut, okay. Full Focus, Chat, full Focus. Ich sag schon Chat, nein, full Focus, meine ich. Diese Angewohnheiten. Okay, Reifen sind kalt, nicht vergessen. Schön langsam jetzt fahren. Genau, wir fahren jetzt schön gediegen, damit wir noch eine schnelle Runde machen können. Keine Curbs. Bisschen geschmeidiger hier. Bisschen okay. Vielleicht mit der Bremse noch spielen, mal die ein bisschen aufwärmen noch. Oh, beschleifen lassen. Genau. So, wir haben alle Zeit der Welt jetzt gerade, hoffe ich. Oh, bloß nicht den ersten schalten, das ist immer ganz, ganz kritisch. Oh, oh, oh. Bis auf die hier vorne jetzt, die Kurve, ne? Ja, ja, gut, die, ja, da müssen wir rein. Ja, genau, ja. Okay, okay, okay. Also ich bin schon mal schneller als vorher. Ja. Aber die Runde zählt ja nicht. Alrighty, auf geht's. Fühlt sich erstmal schon ein bisschen runder an, die ganze Sache hier. Ich kann dich auf jeden Fall beruhigen. Aktuell noch keine GT3-Zeit gefahren worden. Anscheinend haben alle Probleme. Oh, nice. Das ist also nicht zu dem Gegner zu gönnen, aber gut. Okay, wir gehen rein. 2-3 wäre geil, wäre stabil. Schauen wir mal. Here we go. Viel Glück. Ein bisschen reinbremsen hier. Da war es wild gerade hinten rum. Da haben die G-Kräfte ein bisschen sehr arg aufs Heck gewirkt. Ich fahre natürlich jetzt sehr, sehr vorsichtig. Riskiere sehr wenig. Mal gucken. Damit ich zumindest eine gewertete Runde habe. Könnte dir schon viel helfen, auf jeden Fall. Genau. Damit bin ich ganz von hinten spawnen. Spawnen vor allen Dingen. Losfahren, meine ich. Schön spawnen. Dato sind wir sehr, sehr gut durchgekommen, für meine Verhältnisse, würde ich sagen. One more lap. Ja, das war jetzt nicht schlechter, auf jeden Fall, ja. Oh, war 2,5. Ah, 2,5, aber aktuell P2, jetzt P3. Mit 2,3,1 bist du vorhin gefahren, ne? 2,3,1 bin ich vorhin gefahren, ja. Damit wärst du aktuell auf P2 sogar. Ich glaube, ich darf noch eine Runde fahren, also hat er mir zumindest okay gesagt. Okay. Ah ja, gut, dann. Hast du jetzt schon langsam gemacht, oder? Nee, ich bin... Okay, okay, okay. Ich bin... Fokus. Bin durchgerammelt. Oh. Alles gut, haben wir noch, haben wir noch.
Da ist vorbei. So, Fuel Calculator hat gesagt, Fuel at the end, 48 Liter. Keine Ahnung, da müssen wir mal nachher gucken. Okay, wir starten. Ich würde auf jeden Fall immer ein paar Liter mehr mitnehmen, weil ich vertraue dem Programm nicht so hundertprozentig immer. One left to green. So, 3, 4, 5 Liter vielleicht mal mehr draufpacken. Pit Road is closed. Ei, das wird das erste Rennen und ich habe keine Ahnung, was hier los ist und ich muss zwischendurch noch tanken. Denk dran, jetzt schon mal deinen Boxenstopp vorbereiten, ne, im Auto. Also die Einstellungen tätigen. Ja, ich hab Fuel muss ich. Genau, Reifen abwählen, falls angewählt, und die Fensterscheibe etc. auch abwählen. Das ist alles aus bei mir schon. Das wunderbar. Ist automatisch wunderbar. Bei mir. Ich muss halt nur wissen, wie viel Fuel ich nachtanken muss. Gut, du hast gemeint, 43 sagt er dir zum Nachtanken, ne? Weiß ich gar nicht, wie er das wo. Du hast irgendwas gesagt eben, oder? Mit 43 zum Nachtanken? Ja, 48 at the end, hat er gesagt. Aber ich glaube, das wird hier 48 erst. Ich bin mir nicht so sicher, du. Von wo starten? Wir starten von P3, ne? Oh Mann. Ja, alle anderen haben keine Zeit hingekriegt. Da muss ich aber ganz schnell noch mal einen Schluck Wasser tanken, du. Und was auch blöd ist aktuell, starten sogar 3 GTE hinter dir. Hinter mir auch noch? Ja, weil die keine Zeit gefahren haben. Das kriegen wir alles hin, ist kein Problem. Wird schon. Und denk dran, am Anfang auch schon Crash, ne? Also aufpassen. In der Einführungsrunde. Genau. Absolut, absolut. Okay, ich bin ganz ehrlich mit euch da draußen an den Empfangsgeräten. Durchkommen ist jetzt hier das Ziel. Puh, meine Fresse. Stay behind car 34. Catch up 9, car. Catch up 24, car. Catch up 20, car. Catch up 28, car. Catch up 18, car. Catch up 29, car. Catch up 21, car. Catch up 34, car. Okay. About to go green, stay focused. Okay, ich bin, wir müssen wohl ein bisschen mehr Platz lassen, so wie es aussieht. Ja, das machen die immer gerne, damit halt ein bisschen Abstand ist zu den Vordermann. Green, green, green. Oh, green, 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 wir ja, gehen schon geht rein. Geht schon los, richtig. Das ist das Ding, was wir gut gemeint haben. Ach du Scheiße. Okay, okay. Oh, denk dran, Reifen kalt, ne? Ja. Wollte ich gerade sagen. Oh, Mist, Junge, das hat mich so kalt erwischt. Das hat mich so kalt erwischt. Ich kotze. Okay, here we go. Oh, und hinter uns sind noch die GTE-Autos. Ich muss Rückspiegel muss ich auf jeden Fall campen mit meinen Augen zwischendurch. Ich versuche dir so ein bisschen zu helfen dabei. Oh, das ist großartig. Oh, hier wirken aber auch die G-Kräfte wieder auf den guten Mercedes. Oh, erste Runde noch. Nicht vergessen, Reifen sind kalt. Bloß nicht zu doll. Eieieiei. Und hinter mir der Mercedes schließt auf. Der hat Bock. Der ist ein bisschen schneller als ich auf jeden Fall. Oh wow, da ist die Karre einmal kurz gesegelt. Ich glaube, ich habe ihn gerade ein bisschen ausgebremst, um ehrlich zu sein. Das ist egal. Wir müssen gucken, dass er da durchkommt. Oh,
locker bleiben, alles gut. Na klar. Also, falls der an dir vorbeigehen sollte, ist hinter dir schon 5 Sekunden Puffer. Wir fahren schön geschmeidig den Schuh runter hier. Ah, oh, der geht vorbei. Ich glaube, ich lasse ihn passieren, genau. Dass wir da nicht in Ficke reinkommen, weil der ist ja grundsätzlich erstmal schneller. Ist natürlich ja, jetzt versuch einfach hinten so ein bisschen nicht dran zu helfen. Genau. Wollte ich gerade sagen. Fürs erste Rennen müssen wir vielleicht nicht gar nicht so übertreiben. Ich muss ja wirklich sagen, der Mercedes ist schon ein bisschen leckerchen in iRacing, nicht? Also der schiebt ein bisschen mit dem Arsch. Also nicht zu knapp, aber... Da war ich ein bisschen zu langsam. Gar nicht, ob ich tanken muss eigentlich. Ich denke schon. Bist du sicher? Wobei ich sehe gerade, das Rennen geht angeblich 45 Minuten, nicht eine Stunde. Ja. Deswegen sage ich ja, also. Damals war es, glaube ich, aber noch eine Stunde im Über, deswegen haben wir alle gedacht, eine Stunde halt, ne? Ja, ja, ja. Aber beobachten. Aktuell wären es ungefähr 22 Stunden, die du fahren musst. Oh, hier könnte man ein bisschen später bremsen, glaube ich. Oh, lieber zu früh als zu spät. Okay, okay. Sah sehr gut aus. Könnte man ein Stück später, glaube ich, dann. Ich habe gerade so Nüsse, Mandeln mit Honig und Salz gegessen. Ne? Jetzt beim Ausatmen die ganze Zeit so ein komischer Geruch in der Nase. Und das Schlimme ist, ich habe so einen Ventilator vorne dran. Guckt wieder alles zurück, gell? Ja. So unangenehm gut. Oh, da habe ich mich ein bisschen vertan gerade. Der hinter mir macht jetzt auch langsam ein bisschen Meter. So weit ist ja, er gar nicht mehr weg. Aktuell, glaube ich, 2 Sekunden circa. Ja, sieht so aus. Ja. Dann bei der englischen Schikane rechts, die erste rechts, wenn du da reinfährst, den Körper ruhig mitnehmen ein Stück. Ja, ich habe ein bisschen Angst in iRacing, muss ich sagen. Ja. Aber du wärst aber deutlich schneller damit auf jeden Fall. Ja, man tastet sich halt so langsam ran.
Fahr, wie du möchtest. War nur ein kleiner Tipp. Nee, ist richtig. Also du hast schon recht. Ich taste mich halt so ein bisschen, also ich versuche zumindest mich. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also es war jetzt nicht doof gemeint oder so, ne? Nee. So habe ich das auch überhaupt nicht verstanden. Okay. In ACC rammel ich da voll rüber. Aber da weiß ich halt auch, wie ich das Auto zu nehmen habe, weißt du? Ja, klar. Ich fahre halt gerade so ein bisschen, naja, ich sag mal, racig auf Schmusekurs. Ja, Hauptsache nicht abwerfen halt, ne? Mit was? Ich sag Hauptsache nicht abwerfen halt. Ja, ne? Genau. Hauptsache, wir kommen erstmal durch, so. Hast wieder eine Sekunde gut gemacht auf ihn hinten. Ja. Bin auch relativ gut durchgekommen gerade. Demnächst steht schon ein LMP an. Wow. 15 Sekunden noch. Boah, sind die schnell, sag mal. Fliegen die oder was? Ja, die kannst du so ähnlich halt wie die Formel 1 vergleichen. Die haben halt voll den Anpressdruck und alles. Ja, klar. Die bügeln da um die Kurven, als ob es hier keinen Morgen gibt. 12 Sekunden noch hinter dir. Ich habe dieses Refuel-Ding noch nicht verstanden. Okay, ich kenne es auch nur von Cups, also hier habe ich es auch noch nicht benutzt. Bei der Race-Stepping da. Sechs Sekunden noch hinter dir, der LMP. Ja. 4,5. Na, Prost Mahlzeit, ey. Das Gute ist, ich habe den vor mir noch nicht aus den Augen verloren. Ja, Achtung, dürfte jetzt langsam hinter dir kommen, der LMP. Ja, ich sehe ihn, im Rückspiegel sehe ich ihn schon, ist noch ein bisschen weg. Muss halt gucken, wo ich ihn vorbeilasse. Am besten nach der Rechtskurve da vorne. Ja, oder ich lasse ihn jetzt einfach vor. Oder jetzt schon, ja. Ja, das war jetzt viel Zeit. Ja, das war scheiße, kommt gleich der nächste. Okay. Ja, das war kacke jetzt, okay. Ja, da kommen jetzt einige. Ja gut, ich muss halt trotzdem noch gucken, dass ich auch... Ja, fahr deine Linie halt. Auf den Geraden kannst du ruhig irgendwie kurz vom Gas gehen, minimal oder so, aber... Wobei, die sind eh schneller eigentlich. Clear on the left. Okay, das hat ganz gut funktioniert. Da kommen schon die nächsten wieder angeflogen. Das ist ja auch eine gewisse Stresssituation, ne? Okay. Na klar. Clear. Ich fahre ganz weit außen jetzt. Vorsicht, der andere setzt gleich an, glaube ich. Also P5 von deiner Klasse. Jetzt wieder LMP hinter dir. Ja, ich sehe gerade, kommt geflogen. Okay, jetzt kann ich, glaube ich, erstmal wieder volles... 8 Sekunden, genau, ja, bis zum nächsten LMP. Erstmal. Ja. Kann ich erstmal wieder ein bisschen fahren. Der hinter mir hat aber, glaube ich, gerade nicht so einen geilen Ping. Nee, der war auch gerade in dir drinne bei mir. Ja, das habe ich auch gespürt. Es war eine kalte Berührung. Der Blue Fleck gerade. LMP, genau, ja, kommt wieder. Da muss ich mal gucken, wo ich den vorbeilasse. Clear. Okay. Nice. Ging gut, hab nicht wirklich viel Zeit verloren. Nice. Ja. Okay. Oh, es geht. Da hatte ich kurz mal die Schnappatmung aus der Unterwelt.
Ich habe auch die Luft angehalten. Oh, aber wir haben ihn nochmal gerettet. Oh, dieses Multiclass macht mich verrückt, Mann, mit diesem ganzen Überrunden, da bin ich Muschi, ey. Oh. Ich denke, jetzt auf der Geraden kommt er ran. Der LMP dann auch. Mal schauen. Ich glaube, die fahren wir noch. Ja, die fährst du, glaube ich, noch, oder? Car on your left, clear. Why? So ein Idiot. Okay. Aber Auto sieht noch okay aus. Also ja, ist in Ordnung. Sein. Ist okay. Was ein Vollidiot, ey. Hat uns nicht so viel gekostet, alles gut. Hat uns nicht so viel gekostet, alright. Fährt sich aber noch gut. Ist alles in Ordnung. Nichts groß verloren. Ja, das sieht auch gut aus noch. Wie gedacht, kaum irgendeine Delle, ganz leichte Schrammen nur hinten dran. Ja, passiert, mein Gott. Hat er vielleicht gedacht, ich mache ihm Platz, weil ich so spät rein bin oder so? Wahrscheinlich, ja. Aber trotzdem, da überholt man trotzdem eigentlich nicht zu überrunden. Ja, du, passiert, mein Gott. Ja. Ist ja jetzt nichts großartig passiert. Zum Glück kann man da reden, ja. Ja, ja. Andere beamte Schauwatze nun her. Der spielt, glaube ich, in Brandenburg, Junge. Mit 3G. Ich muss irgendwie 28 Liter refuelen. Sehe ich das richtig? Könnte hinkommen. Ich sehe leider die Anzeige halt nicht, ne? Ja, bei mir steht Refuel 32,5. Okay. Oder 32,6. Ja, das wird noch ein bisschen variieren wahrscheinlich auch. Wie viele Runden habe ich denn jetzt noch? 7 habe ich von 22, ne? Genau. Die Hälfte vom Sprit ist weg. Ja, dann könnte es hin ungefähr mit dem Paar 3 steht er da. Ja. Mach da, rechne einfach da nochmal 2, 3 Liter drauf auf die Anzeige, die da steht. Dann kommst du, denke ich, hin. Scheiße, denn überholen die LMPs ja gleich nochmal. P11 überholt gleich nochmal. Also von den LMP. Der vor mir, der fährt so ungefähr meinen Schuh, ne? Ja, ungefähr. Achtung, LMP nähert sich. Ja, ich sehe ihn gerade. Das wäre schön, wenn der Spotter eventuell mal früher Bescheid geben könnte, dass man mal in den Rückspiegel guckt. Hm. Aber ich glaube, das wird auch einfach so eine Gewohnheitssache sein, dass man gucken kann, wer hinter einem ist. Clear. Gut, da habe ich Glück gehabt, dass ich mich selber ein bisschen weit rausgetrieben habe. Ich
Also nach hinten machst du auf jeden Fall Gewinn. Da warst du eben noch bei 10 Sekunden, jetzt bei 12 Sekunden. Vorne bleibt etwa gleich. Wenn du so weiter machst, passt es. Meine Fresse, der da vorne hat aber wirklich. Ja, der sitzt irgendwo, keine Ahnung, wo er. Der hat aber richtig nett Internet. der Strecke, des Rennens irgendwie nicht auf der Strecke gewesen. Ja, gefühlt ist er geflogen, ja. Oder so. Ja, das ist der neue AMG UFO. Aber Krieg tue ich nicht. Ja, bleibt so in etwa 3 Sekunden, ne? Ja. Aber ich sag mal, was haben wir jetzt gerade? P5 fürs erste Rennen? Da sind wir dabei. Ja. Weiß gar nicht, wie viele GT3 mitfahren, aber ich denke mal, glaube ich, so 11, 12 oder so. Gleich wird's richtig lustig. LMP und GTE. Hinter mir? Ja, sobald. Also 15 Sekunden noch ungefähr. Jo. Na, dann wird der LMP ja gleich da sein und anklopfen. Ich mich am Retten. Da habe ich einen Off-Track für gekriegt. Naja, willst du mal. Ich habe noch 5 Runden Fuel, sagt er. Okay. Dann müsste ich jetzt vielleicht langsam mal mein Fuel einstellen. Also stehen 32,9 da. Ja, nimm mal 34,5 oder so mit, irgendwie 35. Ich hätte jetzt 36 oder sowas genommen. Oh, dann mach 36, ja. Wenn du nur eine Runde drauf, also ja. Achtung, LMP hinter dir jetzt demnächst. Mhm. Ich denke, Startziel wird da vorbeikommen. Ist dann noch einer hinten dran gleich? Ich lasse sie mal vorbei. Safer als jetzt oben in den ganzen
Capricorn hier. Habe ich natürlich sehr viel auch Platz auf den Mercedes verloren. Ja, der kann auch einen Fehler machen oder wird abgedrängt von denen wieder. Was weiß ich. Ja, ich habe auch nebenbei den Fuel noch eingestellt. Das ist noch nicht so trivial für mich. Achtung, LMP wieder. Oh, der ist glaube ich draußen, der andere vor dir. Guck, da haben wir noch schon. Go right. Wo ist er aber? Ich sehe ihn nicht mehr. Ist anscheinend vorbei. LMP ist jetzt irgendwo bei dir. Der LMP ist jetzt an mir vorbei. Das war jetzt natürlich eine sehr beschissene Stelle, den vorbeizulassen. Ja, schade eigentlich, aber gut, du bist nach vorne. Anscheinend. Also ich sehe ihn, nicht mehr. Der blinkt so hart rum. Clear. Der hat, glaube ich, einen Schaden, der andere. Der ist langsamer als du. Mhm. Oh, Boys. Alter Verwalter. Da malt aber die Flitzkacke in der Hose, du. Okay, ja, hab ich gesehen. Boah, das war... Ja, Mann! Ja, moin! Wieder P3? Nee, P4 bist du, sorry. P4. Es wäre, glaube ich, sinnvoller, jetzt reinzufahren, wenn der Mercedes drin ist. Und auch reingeht, denke ich. Jetzt kommt GTE noch hinter mir. Genau, sorry, ja. Clear. Fuck. Boys, es tut mir. Oh, eure Autos sind halt so viel schneller. Okay. Einmal liften kurz. You're in fourth position. Yes. Okay. Oh, hör bloß auf. Ich muss mich ganz kurz erstmal wieder sammeln. Nach diesem ganzen vorbei und rein und raus. Und ist anstrengend, ne? Es ist Wahnsinn, also ja. Hätte ich nicht erwartet, dass das so schwer ist. Also auch emotional nebenbei zu verarbeiten und trotzdem noch einigermaßen ein Rennen zu fahren. Mhm. Uff. LMP wieder langsam hinter dir. Mhm. Oh. Okay, gut. Oh, jetzt wollte ich gerade gucken, wie weit er noch weg ist. Falschen Zeitpunkt gewählt. Blue Flag. Alright, ich fahre einfach weiter außen. Left side. Vorbeifahren, alles klar. Clear. Ich nehme Windschatten. Oh, zieh, Junge. Okay, ich glaube, eine Runde mache ich noch und dann fahre ich rein zum Fuel. Also, okay. Tanken, denke ich. Was hast du noch im Tank drin gerade? Moment, kann ich dir sagen? 12 Liter? Ja, dann kommt das aber. Ja, ich kann noch mehr fahren, also ich wollte nur. Ja, die Frage ist, kommt das dann überhaupt noch hin? Wenn du jetzt noch 12 Liter hast, du bist mit 60 gestartet, wir tanken 35 nach. Mhm. Wir haben jetzt noch 20 Minuten zu fahren. Ja. Und die Hälfte haben wir jetzt gerade so knapp hinter uns. Ja. Meinst du, dass das nicht reicht, oder was? Das kommt schon ein bisschen eng hin, oder? Was meinst du? Weiß ich nicht. Left side. Clear. Mal gucken. Wäre natürlich ärgerlich. Ich meine, ich kann da auf 40 Liter reinbrezeln. Ja. Ja, wäre vielleicht sogar vorsichtshalber mal besser, dass du wenigstens durchkommst, falls es doch nicht stimmen sollte. Muss man mal sicher gehen. Ja, am Ende kann man ja dann gucken, was übrig bleibt, dann kann man das dann abziehen beim nächsten Mal. Weißt du was? Scheiß der Hund drauf, dann brezel ich da 45 rein. Genau, beim nächsten Mal ziehen wir dann einfach die Differenz ab. Ja, genau. Oder wir fragen mal die Boys, wie das aussieht mit dem Fuel Calculator. So, genug geplaudert, jetzt wieder Fokus. Ja, ja. You've got about two laps of fuel. LMP wieder hinter dir?
GTE auch hinter dir? Ja, hab schon gesehen. Left side. Clear. Also ich würde jetzt eine Runde, glaube ich, fahre ich noch und dann fahre ich rein fuelen. Jo, okay. Jeff ist nämlich schon ganz aus dem Häuschen. Oh, ich fahre einfach einen zu hohen Gang. Huch. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum der sich so entspannt anhört. The lead is fitting now. The lead is fitting now. Ja, der Leader fährt jetzt auch rein. Also. Ja, der ist schon, glaube ich, drin gewesen. Der ist hinter dir aktuell. Nee, ich glaube, der links wieder. Ach so, okay, das kann sein. Und GT3, ist das GTE? Ja, clear. Okay. Ui. Alles gut. Jetzt habe ich natürlich einen Platz verloren, glaube ich. Nee, das war P1. Also bei mir steht P1 war das gerade, der an dir vorbei ist. Aber halt, der war, glaube ich, schon in der Box da drin, ne? Ach so, das war der GT3 Leader? Der Mercedes jetzt vor dir? Ja, anscheinend. Also da steht P1 aktuell, wäre er. Ja, moin, Alter. Mangual. Aber ja, der überrundet dich nicht. Side. Der ist in deiner Runde gerade. Der war an der Box. Stay on the right. Clear. Ach so. Der hat den Early Bird gemacht. Okay, puh. Oha. Hat der sein BMW, ja, du? Der war. Das war knapp gerade bei dem. Der hat den aber ganz schön reingeschmissen da. Okay. Denk dran, reinfahren und Pitlimit, ne? Yes. Ab dem gelben Hütchen da vorne. Ja. So, in der Pitte. Car on your left. Oh, sorry. Oh, shit. Hinter mir ist auch einer reingekommen. Oh, volles Desaster. I'm sorry. Oh, fast ein Desaster. Oh, ich meine, oh. Muss damit rechnen, wenn hier, sage ich mal, noch Rookies mitfahren oder so, dass die dann ein bisschen früher bremsen als ideal. Bin ich jetzt? Füllt er oder? Pit Service Time? Sieht so aus. Also hoffe okay. Ich. Ja. Move it, move it! Ja, hat er, okay. Oh, das okay. War gerade verwirrend. Ey, sorry, Ferrari-Bagger, das war nicht mit Absicht, du. Ja, der hat, glaube ich, Fahrstreeper genutzt, alles gut. The lead is fitting now. Oh, was denn, Desaster, Mensch. Ja, aber es ist trotzdem ärgerlich. Ich hab. So ohne dieses Radar ist das doch ein bisschen. The lead is fitting now. Schwierig alles. Okay, Blue Flag. Unkonventionell, aber. The lead is fitting now. The lead is fitting now. The lead is fitting now. Ich will nicht sagen, aber du bist aktuell P3, wie es aussieht. The lead is fitting now. 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 Ich glaube, ich hab Bug. Warum? Der sagt mir jetzt 200 Mal, dass der Leader gerade am Pinnen ist. Ich glaube, der war ein bisschen verwirrt gerade. Und dann hoffen wir mal, dass der Fuel reicht jetzt, wa? Sind noch Viertelstunde jetzt. Was hast du jetzt noch 4 Schlitter, ne? So ungefähr 43, 42. Weiß ich gerade gar nicht, du. Wird schon reichen. 46 Liter habe ich jetzt. Ja, wird reichen. Oh,
hab ich. Schwärmt es gerade schon über diesen Thiago, der da als rumblinkt. Oh. Im Voice oder was? Ja, ja. Okay. Bei mir kommt, glaube ich, ein LMP. Kann das sein? Ja. Ja, oh, der kommt sowieso vorbei. Sehr gut. Back in third. Keep hustling. Keep hustling, baby. Every day I'm hustling. Okay, Schluss jetzt. Das soll hier keine Spaßveranstaltung werden, okay? Das ist iRacing. Voller Ernst auf jeden Fall. Fahr bloß so weiter, du bist aktuell P3. Ja, mach mir doch ein bisschen Druck. Ja. Mach mir doch einfach noch ein bisschen Druck, Alter. Achtung, jetzt kommt wieder eine ganze Fuhre LMP dann gleich. Ja, ich freue mich schon. Aber das ist ja zum Glück hier auf der Geraden. Wenn du Glück hast, kommen zwei vorbei. Der dritte wahrscheinlich immer der nächsten. Mach einfach ein bisschen mehr Platz. Car on your left. Ja. Clear. Achtung, noch einer? Ja. Left side. Clear. Ach, da sind die Dinger schnell. Und dann gleich noch einer. Das sind danach vorbei. Oder? Ja. Car on your left. Clear on the left. Car on your left. Clear. Du hast 2 Sekunden gut gemacht auf den 4. Platz. Achtung, LMP. Mhm. Clear on the right. Ah, da musst du aufpassen. Am besten immer nach den Kurven vorbeilassen oder so. Ja. Wenn du vor der Kurve langsamer wirst, der fährt dir hinten drauf vielleicht schon, weißt du? Ja, das ist richtig. War nämlich ganz knapp eben mit dem. Ich glaube, da bin ich immer ein bisschen zu übervorsichtig. Weil ich ja, da muss der muss einfach eine Runde warten oder eine Kurve warten, weißt du? Du müsst eigentlich auf deiner Ideallinie bleiben und er muss halt gucken, dass er an dir vorbeikommt. Klar kann man irgendwie lupfen oder wenn man meint, okay, jetzt kann ich ihn ja gerade wirklich gut vorbeilassen oder so, kann man es machen, aber vor den Kurven, wenn man da extrem stärker bremst als normal, dann ist es manchmal für den Hintermann sehr, sehr unangenehm. Weißt du? Ja, ja, du hast recht. Genau, ja.
8 Minuten noch. Mhm. LMP wieder hinter dir? Ja. Das wird spannend jetzt, wenn ich ihn vorbeilaufe. Ja, nach der Rechtskurve jetzt einfach. Du bleibst jetzt einfach weiter rechts oder so? Oder, ja, okay. Ja. Habe ich auch gerade dann instant gemerkt. Uff. Aber zum Glück hat er auch gut reagiert. Ja. Oh, und alle Zuschauer da draußen, ey, es tut mir wirklich leid, das ist mein allererstes Multiclass-Rennen ever. Da geht schon mal was schief zwischendurch. Also nicht gleich die Grenze kriegen und rein. Ja, aber rein das ist das erste Mal, P3 aktuell, läuft doch. Oh, ja, aber ich meine, LMPs habe ich das schon ein bisschen schwerer gemacht so zwischendurch. Ja, sobald du halt dann in der B-Klasse bist, würde ich dir halt empfehlen, einfach die Sprint-Series zu fahren, die GT einfach nur. Mhm. Wir fahren halt nur GT3 dann. Ja. Aber das ist ja gutes Training hier. Natürlich, natürlich. Also gerade auch für so Endurance und so. Ja gut, das stimmt wieder, ja. Ich meine, als Assetto Corsa hast du halt nicht viel mit Endurance, ne? Also mit verschiedenen Klassen halt jetzt, sag ich mal. Genau. Aber hier, da hast du ja querbeet alles. Weißt du, was mir gerade einfällt? Hm? Das letzte Mal, als ich iRacing gespielt habe, habe ich ja meine Bremse kalibriert. Ja. Seitdem habe ich meine Bremse umgebaut und habe ein anderes Brake Performance Kit drin und habe es nicht rekalibriert. Ja, gut. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum die Bremse so gut funktioniert und ich nicht mal voll durchtrete. Weil ich wirklich super zärtlich nur bremsen will. Ich glaube, ich muss mal rekalibrieren. Nach dem Video? Nach dem Rennen, meine ich? Ah, mal gucken zueinander. Will dir keinen Druck machen, aber er holt gerade wieder 2 Sekunden auf dich auf pro Runde. Ja. War eben bei 8,5, jetzt ist er aber 6,5. Ich bin noch, glaube ich, keine gute Runde gefahren. Ja, da sehe ich die letzte gerade nicht. Schön weggeblendet. 2,5. Also, ich fahre gerade 2,6er Zeit ungefähr. Hm, deine beste war eine 2,37. Mhm. Aber die Reifen wären auch echt schwammig gerade mittlerweile. Ja, Achtung, LMP. Ja, habe ich gesehen. Und danach kommen 2 GTE. Mhm. Ja, die machst du dann nach der Haarnadel da vorne. Zumindest in einem. Left side. Still there, hold your line. Clear on the left. Ui, der sieht ja aus. Mhm. Ich glaube, das war dein Kumpel von Innerbox. Ja, das genau der ist das, ja. Aber der hat gute Treffer gekriegt. Oh. Das war eng, sorry. Das ist so eine Gewohnheitssache, weißt du? Blue Flag instant durchlassen, so, obwohl man das nicht muss. Mhm. Ah, das war nicht gut. Das muss ich unbedingt noch lernen, auf jeden Fall. Vor allem, du verlierst halt auch viel Zeit dabei, ne? Ja, ständig. Und hätte ich schon wieder 1,5 Sekunden näher gekommen. Mhm. Vorletzte Runde, ne? Ja. Okay. Noch 3,5 Minuten. Oh, Zeit. Sprit passt? Sollte. Okay. Ich habe jetzt noch 27 Liter drin. Ja, also. Okay, gut, dann gut. Die sind vielleicht doch mit Pannenreich gereicht. Ja. Oh nein! Okay.
Oh Gott, das in der fucking vorletzten Runde. Ich sehe das ja alles immer so eine Sekunde später erst, ne? Das ist schon manchmal so ein Herzinfarkt, ja. Oh! Ja, so dachte. Das war heute ein langer Tag, langsam geht die Konzentration auf Flöten. Ja, komm, die zwei Runden kriegst du jetzt noch. Na, Siggi! Na, Siggi! Da gehen wir vollen Einsatz rein jetzt. Ganz klar. Wenn der Schikane ist, glaube ich, der einzigste Punkt, da verlierst du circa eine halbe Sekunde aus dem Hintermann. Ja. Oder die Runde noch und dann noch eine, dann durfst du durch sein. Ja. Ich hab Blue Flag. Nochmal ein LMP angeflogen. Ja, Achtung, das war der vorhin, der so durch wollte unbedingt. Right side, clear. Oh, ich glaube, das haben wir einigermaßen gut gemanagt. Ja. Wenn du die Position hältst, hast du aktuell 44 plus I-Rating gemacht. You got about 5 laps of fuel left. White flag, white flag. Okay. Die Runde muss sitzen jetzt. Das machst du. Nee! Oh! Fuck! Okay. Fokus. Ruhig. Fokus.
P3. Ey! Nice, ey! Jetzt rennt! Wunderbar. Nice, Glückwunsch. Solid work. Oh! Moment, du bist P2. Nee, da hat jemand disconnected, glaube ich, oder? Bestimmt. Nee. Oh. Warte. Doch, du bist P2. Ehrlich? Ja, du bist P2. Ah, wie geil ist das denn, ey? Ewig und 3 Tage nicht iRacing angefasst. Super, super, super viel Pech gehabt. Und super, also auch richtig scheiße selber gefahren. Dieses Auto gekauft. Ich weiß gar nicht, Le Mans sind wir, glaube ich, gefahren. Nur reingekackt im Training schon. Und dann kommen wir wieder, trainieren einmal mit dem Team. Und dann fahren wir auf 2, ey. What? Ich meine, man muss dazu sagen, es ist mitten in der Nacht, ne? Es ist mitten in der Nacht. Heißt ja nicht, dass es woanders der Tag ist, ne? Ja, gut, das stimmt auch wieder. Oh, Wahnsinn, ey, geil. Nice, ey. Müssen wir gleich mal gucken nach dem Bericht? Nach dem Rennen? Aber wer ist denn jetzt, hä? Wer ist denn jetzt nicht ins Ziel gekommen? Weiß ich nicht. Vielleicht hat jemand kein Fuel gehabt oder so? Oder er hat gedacht, das Rennen ist zu Ende und ist schon raus. Das kann natürlich auch sein, ja. Na, aber egal. Wollte ich gerade sagen. Zweiter ist Zweiter, du. So, ich fahre jetzt noch mein Dings zu Ende. Das ist nämlich auch gut für Safety Rating, habe ich gehört. Outlap fahren? Zählt mit rein? Ja, doch. Ja, zählt mit rein, aber nur sehr gering. Na gut, du warst da einmal Off-Track schon eben. Excuse me, Officer? Excuse me? Okay, the race is over. Bring it laut on. Laut Tool hast du jetzt 64 I-Rating gewonnen. We're done. Get going. Sauber. Oh, geil, ey. Schön mal P2 gedreht. Und ich hab vorhin schon gedacht, boah, Dizzy, ey, vielleicht ist das ein bisschen zu spät. Also eventuell solltest du noch nicht irgendwie fahren oder so. Und dann das. Ah, wie geil, ey. Wo ist meine Maus? Hallo? Wo ist meine Maus? Hä? ich weiß nicht, wo meine Maus ist. Ja, gut. Also, ich muss noch auf diesem Computer sein, aber ich. wir haben ein kleines technisches Problem. Ach so. Ist die Maus alle? Ich glaube, meine Maus ist alle. Das könnte es erklären dann. Ist die irgendwo in iRacing? Nee. Ja gut, was soll ich sagen? Wir können uns leider den Race Report nicht angucken. Es tut mir leid. Es gibt technische Schwierigkeiten und die Maus scheint irgendwie leer zu sein. Ja, das hängen wir dran als Screenshot oder so. Nee. Nee? Nee. Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, da können Leute auch einfach mal später nochmal wiederkommen und wir reden vielleicht in der nächsten Folge darüber. Oder so. So ein Cliffhanger quasi. Ja, ist gut. Ja. Xentrin? Ja? Danke, dass du noch den Spotter gemacht hast quasi. Ja, gerne, kein Thema. Das war sehr komfortabel und hat mir sehr viel Stress auch genommen, wie ich finde. Und, ich hoffe, ihr da draußen hattet irgendwie das erste schöne Rennen zum Zugucken. Natürlich gab es schon viele andere vor mir, aber ich meine hier in dieser Serie. Ihr könnt mir das ja mal unten reinballern, wie ihr das fandet. Das hatte ich ja zum Anfang gesagt. Was ihr davon haltet und wie ihr das euch vielleicht in Zukunft vorstellt. Gebt mir einfach Feedback. Ich würde mich sehr freuen. Ich bin ja relativ neu in dieser Aufnahmegeschichte. Und ich möchte sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe ja schon immer gesagt, iRacing ist grundsätzlich ein sehr, 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 sehr schönes Spiel/Simulation.
Ich habe halt nur mit der Interaktion beim Chat immer so meine Schwierigkeiten, weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was hier überhaupt abgeht und ganz viele Meinungen immer aufeinander prasseln. Aber war geil. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst es euch gut gehen und bis denn dansen. Tschüssi. Und wie Reini jetzt sagen würde, aktiviert die Glocke. Wie Pete sagen würde, Kappa. Genau. Und ich sag, macht's gut.